Warte. Sowohl für Autofahrer als auch für Fußgänger galt am heutigen Montagmorgen in Luxemburg mal wieder erhöhte Rutschgefahr. Neuschnee hat die Straßen und Bürgersteige in Luxemburg stellenweise spiegelglatt werden lassen. Auch in den nächsten Tagen bleibt es frostig kalt und besonders am Dienstag und Mittwoch werden die Temperaturen nur kaum die 0-Grad-Grenze überschreiten. Am Wochenende ereigneten sich auf Luxemburgs Straßen zahlreiche wetterbedingte Verkehrsunfälle. Großer Schrecken für die 131 Passagiere des Flugzeugs des Typs Boeing 737. Aufgrund eines Defekts an den Landeklappen der Luxair-Maschine musste der Pilot am vergangenen Samstag gegen 17.30 Uhr seinen Landeanflug bei voller Geschwindigkeit durchführen. Dadurch kam es auf dem Flughafen Findl zu einer mehr als turbulenten Landung. Angaben eines Passagiers zufolge gab es bereits bei der Landung in Teneriffa technische Komplikationen mit dem Luxair-Flugzeug. Bei dem Absturz einer Boeing 737-800 der Ethiopian Airlines vor der libanesischen Küste sind offenbar alle 90 Insassen ums Leben gekommen. Bei einem Gewitter war die Boeing 737 am Montagmorgen wenige Minuten nach dem Start vom Radar verschwunden. Der Absturzort liegt im Mittelmeer etwa 3,5 Kilometer vor dem Ort Name, südlich von Beirut. Bisher konnten Rettungskräfte nur Leichen bergen.